Mal sieht den Heli nur an. Ja. Muss direkt nehmen. Ne? Egal. So. Ich gehe die zwei weg. Und den Sniper da noch. Such eine gute Schusslinie. Ziel markiert. Hab das Ziel. Ansonsten sehe ich hier keinen Grad. Bereit für den Angriff. Müsste eigentlich gut gehen. Sehe zwei Soldaten. Ich sehe niemanden. Der Tango ist hin. So, der schaut blöd da. Aber gut, das tun die alle von der Unidad. Ja, haben wir nur die zwei da und dann war es das eigentlich. Dann kann ich in die Basis rein. Das ist eine bisschen kleinere Basis, das geht eigentlich. Wollt mal klarkommen. Let's go. Geh in Position, eine gute Position. Irgendwer ist hier. Irgendwo ist noch einer. Wusste es. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Kriegt ihr den da? Das wäre nice. Ich hab den da drin, kriegen es, ne? Kein Ziel. Wiederhole. Kein Ziel. Alter, nimm doch die richtige Waffe, du. Ich sehe eine Waffenkiste. Und dahinter haben wir auch gleich, das war nicht schlecht. So. Haut ja wunderbar hin. Und da draußen müssen wir nur in die Tonne treten. Das sollte das kleinste Problem sein. Der kommt jetzt um die Ecke. Grüß dich. Servus. Du Fuzzi. Wir können weiter. Ich hab hier alle. Könnte jetzt mal lustig sein. Hat die Rebellen gebeten, die Gegend aufzuklären. Alles klar. Das hätte ich gleich machen sollen. Ich vergesse es immer wieder. Aber hier ist jetzt nichts mehr. Das passt eigentlich. Aber irgendwo muss noch eine Ressource sein. Entweder oben oder unten. Lass mich rein da. Oben. Den Zettel holen wir uns natürlich auch noch. Da ist die Ressource. Einen besseren Preis für andere Ware bieten. Kaffee steht bei fast 20 Bolivianos pro Kilo. Mein Sohn sagt, Santa Blanca kauft Coca niemals für mehr als 17. Viejo, ich sagte, die Bauern machen mehr Guita. Dinero. Du weißt doch genauso gut wie ich, dass man Kaffee nur einmal pro Jahr ernten kann. Aber als Cocaleros ernten sie dreimal pro Jahr. Dreimal! Está bien. Du verdrehst die Wahrheit, Mamita. Pero, du kannst eher darauf zählen, dass die Leute faul sind als gierig. Aber was, wenn sie die Kröte nicht schlucken wollen? Nun, du kennst mich. Ich habe einen langen Stock. So. Okay. Also die Basis, die haben wir wirklich nice eigentlich. So, was haben wir denn noch? Da ist dieses Missionszeug. Haben wir noch was? Haben wir das übersehen? Hö? Lol, haben wir einen Waffenslot gesehen. Sturmgewehr G36. Mehreres Magazin oder größeres. Läuft. Brauchen. Rein da. Ich weiß, wann eine Coca-Lieferung vom Güterbahnhof hier in Tabacal abgeht. Wer hat Lust, sich die Hände schmutzig zu machen? Ressourcen?
Ladeliste. Sieht aus, als wollte das Kartell seine abgelegenen Basen mit Nachschub versorgen. Das Flugzeug ist betankt und startklar. Die Rebellen würden das Zeug gerne in die Finger bekommen. Wir müssen es nur nehmen. Oh, da unten staut sich ein Transporter mit Futter. Also den sollte man unbedingt nehmen. Und hier muss noch irgendwo eine Ressource sein, wahrscheinlich oben. Ja. Da auf der Straße stauen sich die. Die stehen im Stau, das finde ich richtig geil. Und die fahren auch erst weiter, wenn ich die angreife. Das wäre jetzt geil, den zu grünen. Das wäre jetzt cool. Das wäre so cool. Versuch den mal da gleich auszuschalten. Oh, würde sich richtig rentieren. Achtung, Kartellversorgungskonvoi auf der Straße. Sieht nach Nahrungstruck plus Eskorte aus. Okay, wir holen uns Verstärkung. Ich habe Verstärkung gebeten. Machen hier einen Fake-Angriff. Ich habe Rebellen zur Ablenkung angefordert. Und die Zivilisten da, die tun mir jetzt schon leid, aber da macht es jetzt gleich Bam. Direktes Feuer angefordert. Da komme ich leider nicht drüber. Sie hauen ab! Na dann, nach. Was denkst du dir dabei? Kann ich nichts machen. Passiert, Kollateralschaden. So, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich muss dann nur schnell sein, sonst hauen wir die ab. Eskorte ist weg. Also tot. Holen wir jetzt das ganze Futter hier. So, ritzen. Schneller. So, der Drack ist zwar im Arsch, aber egal, irgendwie zählt das noch. Das kann man einnehmen. Das ist super gelaufen. So, hör mal auf zum Brennen da, weil. Boah, da habe ich Gas gegeben, man merkt's. Auf zu brennen. Den kann man nur gebrauchen, der schaut nur so verbrannt aus. Er ist nur gut. Auf zu brennen jetzt. Dankeschön. Ich weiß zwar nicht warum, aber man kann den echt nur nehmen. So. Die Rebellen können sie später abholen. Abmarsch. So, super gelaufen, würde ich sagen. War ein bisschen bescheuert, aber super gelaufen. So. Das Auto haben wir auch da. Stehen Sie in Hubschrauber, das können wir machen. Los geht's. Ich komm gleich nach. Würdest du bitte da auf die Seite gehen, Junge? Oh, du auch. Ein bisschen schwerfällig, dieser Jeep hier. So, 400 Meter. Sollten wir da hinbiegen. Ja, da hängen schon wieder Leute. Kartell hängt hier überall Leute auf. So, check mal die Lage. Hab noch einen Tango. Wie üblich Markieren bewacht, aber es geht. So, die drei, oder was? Das ist ja angenehm, Leute. Das ist ja angenehm, nur die drei. Ich sehe das Ziel markiert. Auf dein Zeichen, Boss. Hab ihn. So, läuft. Eli meiner. Locker zackig flockig gegen das. Jetzt muss ich den nur mehr abliefern. Dann läuft es. Oh, falsche Seite eingestiegen. Ein sehr hübscher Heli, ich mag den roten. Wie weit müssen wir? Ja, 2,2 Kilometer. Solange keine Luftabwehr hier ist, geht es. Welcome to Bolivia! Schön, 4000 Medikamente, das hat sich richtig rentiert. So, ich hoffe, ihr könnt mit dem Ding umgehen, Leon. Ist hier nichts, kein Fahrzeug, weil dann nehme ich den gleich wieder mit.
Irgendwie muss man sich ja vorwärts bewegen. Ne? Könnte aber wirklich jetzt diese Infos hier nur machen, wenn ich schon da bin, und das werde ich auch machen. Gehen wir da rein. Das ist halt eine Stadt und Stadt gefährlich und so. Auf extrem muss man sich extrem zusammenreißen. Boah, da geht's runter. Boah, da geht's runter. Fuck. Da geht's runter. Ich sehe nicht mal, wo ich hingehe hier. So, wir sind da, wir sind da, wir sind da. Bevor ich mich da jetzt runterlatsch, die Drohne ist oben. Machen wir mal ein bisschen Gucki-Gucki. Die Lage so ist. Da müssen wir hin. Da ist relativ ruhig, ist keine nix. So, und danach müssen wir das haben. Müssen wir. Ja, weiter. Aber hier ist nirgends ein Feind. Sollte gut laufen. Oha. Kann man, dass man das leise hinbiegen? Die ganze Nachbarschaft das mitkriegt. Wird ja schon dunkel langsam hier. Wenn es eh entgegenkommt. Hier laufen Gegner rum. Wo? Wo genau? Markiert! Sie kennen Gegner. Würdest du die markieren, wenn du sie siehst, du Lollo? Ja, oder was? Das sind Zivilisten. Passt ja, das merke ich. Das sind Zivilisten. So, gehen wir da runter. Und doch ein bisschen anschleichen. Da. Irgendwo sind hier Gegner, definitiv. Blödsinn erzählt der normalerweise nicht. Mal im Haus da sein. Sehe einen Rebellensender. Schalten wir ihn ein. Das läuft vieles unter Blankas an. Okay. Ist wie eine Essensglocke für die Arschlöcher. Toll. Okay, wir müssen den Sender hier verteidigen. Das könnte schwierig werden, aber machbar. Aber zuerst holen wir uns die Info hier. Hallo. Hey, du. Hey, Paso. Haben Sie Gerüchte über Kartell oder Sicarios gehört? Gracias. Viel Glück. Ich kenne die Schlupfwinkel eines Sicario-Führers. Planen wir ihn für das Santa Blanca-Sympathie-Projekt ein. Alles klar. So, bevor wir da aber weiter... Habe ich jetzt beide? So, okay. Na gut, dann könnte man das eigentlich machen. Aber in der Stadt das zu verteidigen, das wird eine Herausforderung. Na, Moment. Also, Info haben wir alle. Wir könnten das mit dem Mörser machen, aber... Ja, der Sender, das wird halt hart. Das ist mitten in der Stadt, die können von allen Richtungen kommen. Ich weiß auch nicht, wo die Minen da hinlegen sollen. Aber zumindest ein paar Minen sollte loswerden, ne? Bevor ich den starte. Und ich schätze mal Hauptstraße, würde ich sagen. Jetzt ist natürlich die Sache, wenn hier ein Zivilist jetzt dumm, wenn er anfährt, dann fährt der voll in die Mine, der Dödel. Aber es geht nochmal nicht anders. Da kommt der Erste. Wir müssen die irgendwie aufhalten da. Bleib stehen. Müssen wir einen Stau hier machen. Eine Blockade. So. Moment, platziere Mine. Ich muss hier das ein bisschen verminen. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. Stopp, 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 stopp. Junge, Junge, bleib stehen. Bleib mal nur auf die Mine sonst. Boah. Bleib stehen. So. Randy, geh weg. Mine. Irgendwie muss ich mich ja schützen hier. Ich lege eine Mine für unsere Sicario-Freunde. So, und da legen wir auch noch eine rein, falls einer wirklich zu nahe kommt. So, ich würde sagen,
Wo dürfen wir? Von oben vielleicht? Wir holen uns. Verstärkung? Hab bei den Rebellen Verstärkung angefordert. Eine Ablenkung hier? Um Ablenkung gebeten. Und los geht die Party. Wie lange müssen wir? Keine Ahnung. Steht noch nicht da. Auch irgendwo eine gute Deckung. Hier sicher nicht. Da drin hat man eine gute Deckung. Das geht. Ja, irgendwelche dabei? Zivilisten schon wieder. Ich sag's ja. Aber der ist in die Mine rein. Es geht. Jetzt komme ich klar. Okay, jetzt geht's los. Jungs, ihr sollt mal. Feuer frei. Oh, Scheiße, ich muss umschalten auf normale Granaten. Okay, 2 Minuten haben wir noch. Das wird ein bisschen dauern. Aber ich habe ja gute Verstärkung hier. Das ist schon okay. Ey, geh weg da. Hinter den Kisten hier verstecken. Ich weiß nicht, ob das so eine Burner ist, aber naja. Okay, von da. Minen habe ich nur. Soweit läuft's. Jetzt hier nur Deffen. So, jetzt kommen die von rechts wieder. Dummerweise keine Mine. Okay, der ist in der Mine, der eine. Läuft. Der andere kommt von oben. Hat man vielleicht auch eine Mine. Also die Minen sind göttlich für den Def. Richtig gut. Hammer. Okay, runter. So. Also bis jetzt kommen wir mal klar, wie lange haben wir noch? 1 Minute. Jetzt fährt man die Unidad in der Mine. Ich glaube, das haut hin. Leute, dem Sender geht's nicht prächtig. Auf wen schießen ihr da eigentlich? Und haben. So, jetzt kommt aber viel Unidad. Ich kann nicht auf meinen eigenen Sender hier. Was ist da vor? Ah, das war jetzt nichts. So, aber egal, es kommt jetzt Mörser runter. Ein bisschen Damage. So, kommt, 25 Sekunden, das schaffen wir, Leute. Rätseln. Die Unidad mischt jetzt auch mit, dummerweise. Das ist halt blöd. Entdeckung hier. Oh, schöne Scheiße. Die sehen uns. Granate fliegt. Aber egal, das schaffen wir einmal. Kann ich nur gerätzt werden. Sehr Management ist wie Ballerei, ey. Das ist okay. Egal wie, man schafft es hoffentlich. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi von Gameplay Deluxe. Tschüss.